Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Segnungen und Frieden auf alle Propheten, auf Jesus, Moses und Mohammed. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kaminski, sehr geehrter Herr Yilmaz in seiner Funktion als Vertreter des muslimischen Arbeitskreises in Hanau, liebe Gäste, Assalamu alaikum. Ich danke sehr für die Einladung von Frankfurt nach Hanau. Ich habe in Hanau einen kleinen Teil meiner Kindheit verbracht. Meine Großmutter hat hier amerikanischen Soldaten Deutsch beigebracht und meine Mutter hat hier ihren Highschool-Abschluss gemacht. Mein Großvater hat, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland gekämpft als amerikanischer Soldat und hat hier eine Familie gegründet und die waren in Gelnhausen stationiert. Hier war ich auch Rollschuhfahren, hier auf dem Gelände der Amerikaner. Nicht so erfolgreich, aber ich denke gerne daran zurück. Deswegen danke ich für die Einladung hierher. Der Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, hat gesagt, derjenige, der den Menschen nicht dankt, der hat auch Gott keinen Dank erwiesen. Deswegen an der Stelle auch einen großen Dank an die Organisatoren der Veranstaltung und vor allem auch an die unsichtbaren Helfer. Ja, diejenigen, die die Stühle hier aufgebaut haben und für Essen und Trinken gesorgt haben und die Technik und diejenigen, die die E-Mails geschrieben haben und telefonierten und vor allem auch diejenigen, die dann später aufräumen werden. Ja, das sind diejenigen, die am meisten Dank verdienen. Ich darf heute über die Botschaft und das Leben und das Wirken von Propheten Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, referieren. Ich habe auch etwas Hilfe mitgebracht, wie einige schon sehen konnten. Ich fange aber erst ein bisschen pädagogischer an mit einer PowerPoint-Präsentation. Stichwort die Botschaft vom Propheten Mohammed. Ich werde Sie ganz kurz durch die Hauptinhalte des Islam führen, darunter die wesentlichen Bekenntnisinhalte, also das, woran Muslime voller Überzeugung glauben. Die fünf Säulen, das Gottesverständnis im Islam ist vielleicht das bessere Wort als Gottesbild. Einen kleinen Vergleich zwischen Christentum und Islam wird es auch geben. Koranrezitation gab es heute bereits und da kann ich nicht konkurrieren. Und wir werden auch über das Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen bzw. Andersgläubigen oder Nichtgläubigen sprechen. Kann man das erkennen einigermaßen? Ich glaube, die Präsentation war jetzt nicht darauf angelegt, dass die 20 Meter hinten noch gelesen werden kann. Hier, kann sie gelesen werden? Jein? Gut. Wir kriegen es aber zusammen hin. Ja? Wer die Präsentation auch im Anschluss haben möchte, ist also kostenlos zum Weitergeben. Also diejenigen, die jetzt irgendwie Stift und Zettel rausgeholt haben, können vielleicht die Kommentare mit aufschreiben, aber die wesentlichen Inhalte sind mitnehmbar. Gut, was bekannt ist in der Bevölkerung im Allgemeinen, sind die fünf Säulen des Islams. Ja, ich denke, dass man das gut hinbekommt, wenn man jetzt interaktiv fragen würde, was sind denn die fünf Säulen vom Islam? Ja, Andersgläubige bitte zuerst, können einfach reinrufen, weil wie gesagt, das kann man sowieso nicht ablesen. Ja, was sind denn die fünf Säulen vom Islam? Einfach mal reinrufen, anders als in der Schule. Genau, das Fasten, Beten, das Spenden, das Glaubensbekenntnis. Was fehlte? Die Pilgerfahrt. Genau, das sind die fünf Säulen vom Islam. Was viel wesentlicher als diese fünf Säulen sind für Muslime, sind die sechs Bekenntnisinhalte. Also woran glauben die Muslime sehr zentral? Ja, das ist der eine einzige Gott. Seine Engel, seine Propheten, das, was den Propheten mitgegeben wurde an Offenbarungen, an vierter Stelle. Dann den Tag des Gerichts und was eigentlich auch bekannt sein sollte in der Bevölkerung, dass die Muslime sehr schicksalsgläubig sind. Ja? Stichwort Inshallah. Ja? Leider sind wir da so ein bisschen negativ, haben wir ein bisschen negativ gewirkt, Inshallah im Sinne von, wenn Gott will, passiert's, aber ich bemühe mich jetzt nicht. Aber Inshallah bedeutet theologisch, ich gebe mir die beste Mühe und deswegen baue ich darauf, dass Allah das auch wird segnen.
Aber falls er das nicht vorsieht, trotz meiner Mühe, trotz meiner Vorbereitungen, dann ist es einfach höhere Gewalt. Ja, ist auch ein Begriff in der hiesigen Kultur, höhere Gewalt, Wetter, ja, Dortmund gegen Bayern, das war alles, ja, höhere Gewalt in der Bevölkerung. Gut, das sind also die wesentlichen Inhalte vom Islam. Ja, die wesentlichen Inhalte vom Islam. Das Wort Islam, was bedeutet das Wort Islam? Für uns ist es erstmal ein Fremdwort. Für die Araber hatte es eine sprachliche Bedeutung gehabt. In diesem Wort sind Radikale drin. Ja, so heißen die drei maßgeblichen Buchstaben in einem arabischen Wort. Das sind die Radikalen. Ja? Nämlich das S, das L und das M. Und aus diesen drei Radikalen leiten sich auch andere Wörter wie Salama ab, das ist Gesundheit, Unversehrtheit, Salam, ja, Salam alaikum, kennen wir von Karl May, der Friede sei auf euch. Und aus diesen positiv besetzten, für alle Menschen positiv besetzten Assoziationen leitet sich eben auch der Name dieser Religion ab. Und sehr interessant, Goethe hat eine deutsche Entsprechung für das Wort Islam gekannt und auch weitergegeben, nämlich Gottergebenheit. Er gab das Wort Islam im Deutschen wieder mit der Gottergebenheit. Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Der Name Allah ist ein Eigenname. Er ist in der arabischen Sprache nicht mehrzahlfähig und es gibt keine männlichen bzw. weiblichen Ableitungen aus diesem Namen. Und dieser Name war auch verwendet worden, damals bereits von den gläubigen Juden und von den gläubigen Christen und wird heute noch, vor allem in Malaysia, von gläubigen Christen verwendet. Da gab es auch einige Gerichtsprozesse diesbezüglich, weil dies dazu Missverständnissen und auch Konflikten geführt hat. Aber Allah ist in dem Sinne ein Eigenname, der auch von Juden bzw. von Christen Verwendung gefunden hat und auch noch verwendet wird. In Bezug auf die Gottesvorstellung, wer ist Gott für die Muslime, gibt es einen 2,5-Zeiler im Koran, von dem der Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, gesagt hat, dass er ein Drittel des ganzen Korans ausmacht. Ein Drittel vom ganzen Koran. Genau. 2,5 Zeilen auf Arabisch. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 wesentliche Eigenschaften sind in diesen 2,5 Zeilen festgehalten. Zum einen, dass es ein einziger Gott ist, dass er barmherzig ist, dass er allmächtig ist, dass er keine familiäre Geschichte hat im Sinne von Mutter, Vater oder Erzeuger und selbst auch nicht zeugte. Und 5. seine Unvergleichbarkeit. Und weil Gott eben unvergleichbar ist, weil wir Menschen aus unserer Lebenswelt heraus nicht zu Gott und seinen Eigenschaften finden können, deswegen bedarf es der Propheten, also von Gott auserwählte, reine Menschen, die seine Botschaft empfangen, die danach leben und andere auch dazu einladen und den anderen Menschen eben erklären, wer Gott ist und wie er beschrieben werden kann und was man aber auch zurückweisen muss in Bezug auf das, was Menschen Gott zuschreiben. Das sind also die 5 wesentlichen Inhalte im Islam in Bezug auf die Gottesvorstellung der Muslime. Wenn man jetzt vergleicht, würde man sehr viele Gemeinsamkeiten feststellen zwischen dem Islam und dem Christentum. Beide Religionen glauben an einen einzigen Schöpfergott, an einen, der das Universum erschaffen hat. Beide glauben auch daran, dass Gott die Menschen richten wird am Tag des Gerichts. Beide glauben daran, dass es Propheten gab,
die Offenbarungen von Gott bekommen haben, auch wenn die Prophetenvorstellung hier und dort auch abweicht, aber grundsätzlich, dass es von Gott erwählte Menschen gab, zu denen Gott gesprochen hat, das ist geteilt in den Religionen. In Bezug auf das Jenseits, dass es ein Paradies gibt, dass es eine Hölle gibt, ja, ein Fegefeuer gibt, das sind auch geteilte Inhalte und das Schicksal im Sinne von, dass Gott eingreift und wir Menschen oder etwas als Herausforderung einem Menschen mitgibt und dass er das einfach meistern muss. Ja, dass man da nicht alles selbst in seiner eigenen Hand hat. Rituale wie Beten, Fasten, Pilgerfahrten, Spenden, die 10 Gebote sind im Koran an 2 Stellen erwähnt. Einmal in der 6. Sure und einmal in der 17. Sure. Ja, auch in dieser bekannten Auflistung. In der Bibel sind sie übrigens auch 2-mal erwähnt. Und wie im Koran gibt es hier und da feine Nuancen. Das heißt, die beiden Erwähnungen in der Bibel sind nicht deckungsgleich, wie auch die beiden Erwähnungen im Koran nicht deckungsgleich sind. Da gibt es hier und da verschiedene Betonungen. Aber dass dies bekannt als die 10 Gebote sind, ist geteilt. Dann, dass der Mensch seine Seele zu reinigen hat und seinen Charakter zu stärken hat und dass er sich für seinen Mitmenschen einzusetzen hat, also ein sozialer Mensch zu sein hat. All dies sind geteilte Inhalte in den beiden Religionen. Unterschiede, ja, die es definitiv gibt. Im Christentum gibt es die Gottesvorstellung eines dreieinigen Gottes, dass es ein Gott ist, aber in einer Dreifaltigkeit. Der Islam lehnt dies ab. Der Islam hat eine Vorstellung, lehrt, dass Jesus ein Prophet war. Und dass Moses ein Prophet war und dass Mohammed ein Prophet war. Das heißt, dass alle drei großen Propheten jeweils Muslime gewesen sind. Und das wird im Christentum anders gesehen. Im Christentum hat Jesus eben die Rolle als fleischgewordener Gott, beziehungsweise als Gottes Sohn. Ja? Gut, Muslime glauben daran, dass es einen nach Jesus Entsandten gibt, nämlich den Propheten Mohammed, und dass dieser das Wort Gottes empfangen hat, also Muslime sind der festen Überzeugung, dass der Koran wortwörtlich Gottes Wort ist. Das heißt, das, was rezitiert wird, dass dies von Gott verfasst wurde. Es gibt eine Zusammenfassung des Korans in den Worten des Propheten. Er nannte die Al-Fatiha Ummul Quran bzw. Ummul Kitab in einer anderen Überlieferung, was man wiedergeben kann mit die Zusammenfassung des Buches. Ja, ich lese es mal auf Deutsch vor. Mit dem Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Erbama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die Zorn erregen und nicht den Weg derer, die in die Irre gehen. Das ist die Zusammenfassung des Korans und die ist für Muslime sehr, sehr wichtig. Muslime, die ihre Gebete einhalten täglich, beten dieses Gebet 17 Mal am Tag, mindestens. Ja, weil das ist auch die erste Seite vom Koran und die erste von 114 Kapiteln im Koran. Und die wird in jeder Gebetseinheit, ja, 5-mal beten Muslime am Tag, morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts, mit insgesamt 17 Gebetseinheiten. Und diese wird in jeder Gebetseinheit wiederholt. Ja, diese erste Sure, dieses erste Kapitel aus dem Koran. Gut, an der Stelle habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Ich studiere seit November letzten Jahres den Studiengang Interreligiöser Dialog, Begegnung zwischen Juden, Christen und Muslimen. Das ist mein zweites Masterstudium. Und hier habe ich einige Grundlagenwerke aus dem Studium mitgebracht und wollte einige Zitate aus diesen vorlesen. Das ist von Karl-Josef Kuschel, der mit Hans Küng zusammen sehr viel auf die Beine gestellt hat, was den Dialog anbelangt. Und er sagt, Hans Küng zitierend, wollte man alle Christen vor dem Konzil von Nikaia, was im Jahre 325 stattgefunden hat, im Nachhinein von den Aussagen dieses Konzils her beurteilen.
dass Christus mit Gott gleichgeordnet, mit ihm wesensgleich, dann wären nicht nur die Juden Christen, also diejenigen von den Juden, die Christen wurden, sondern auch fast alle griechischen Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte faktisch Heretiker. Lehrten sie doch ganz selbstverständlich eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater. Wer wäre da in der Kirche der ersten drei Jahrhunderte überhaupt noch orthodox, sprich rechtgläubig gewesen? Es ist diese Ähnlichkeit von beiden Religionen, welches einem schwer fallen lässt, einen gewissen Toleranzgedanken nach außen zu tragen. Das ist auch eine der Aussagen von Thomas Naumann, der in Siegen an der Universität Theologie lehrt, das ist ein evangelischer Theologe. Seine These ist, dass gerade die Ähnlichkeit des Islam es für Christen so schwer gemacht hat, eine gelassene Toleranz ihr gegenüber an den Tag zu legen. Was ich auch mitgebracht habe, um dies nochmal zu bestätigen, Petrus Venerabilis war der Erste im 12. Jahrhundert, der eine Koranübersetzung in Auftrag gegeben hat. Und einer der Ersten, die sich mit dem Islam beschäftigten, auch im Zuge der damaligen Lage. Er sah die Christenheit gefährdet, sah, dass ein Drittel der Weltbevölkerung muslimisch ist. Und er hat sich mit dem Islam befasst und praktisch die Christen informieren wollen. Und er hat sie als Heretiker eingestuft. Also damals war die Sicht des Christentums oder eine Sicht des Christentums oder von Christen auf den Islam nicht als neue Religion, nicht als etwas, was von ganz weit her, ohne dass es einen Kontakt gab, herkam, sondern für ihn war Mohammed ein Heretiker, ein Ketzer, der praktisch aus dem Christentum heraus eine neue Lehre bezüglich Jesu lehrt. Ja? Ich lese mal vor, das ist wie gesagt über 800 Jahre alt. Daher glauben Sie, die Muslime, auch nicht, dass Christus, wiewohl vom göttlichen Geist empfangen, Gottes Sohn oder gar selbst Gott ist, sondern nur, dass er ein guter Prophet war. Er sei gänzlich wahrhaftig, frei von aller Falschheit und Sünde gewesen und als Marias Sohn ohne Vater gezeugt worden. Er sei niemals gestorben, ja, am Kreuz, bis zum Ende des Zitats. Das heißt, diese Auseinandersetzung Christentum, Islam ist keine, die zwischen zwei sehr getrennten, verschiedenen Einheiten stattfindet, sondern es ist eine quasi auch auf Abraham zurückgehend innerfamiliäre Auseinandersetzung, wenn man so will. Gut. Bevor ich dann mit dem multireligiösen Miteinander weitermache, was praktisch die zweite Hälfte des Vortrags thematisch darstellt, will ich auch eine kurze Einleitung geben, aufbauend auf dem, was ich bisher gesagt habe. Die Auseinandersetzung zwischen der christlichen Welt und der muslimischen Welt war von vornherein dieser gewissen Spannung unterzogen, als dass Muslime etwas von Christen verlangen, was Christen als Christen nicht bereit waren zu geben, nämlich dass sie einen neuen Propheten akzeptieren, der eine andere Lehre bezüglich aus christlicher Sicht des Sohn Gottes lehrt. Und in diesem Sinn gab es dann auch, in diesem Zusammenhang gab es auch gewisse militärische Konflikte, Stichwort die Kreuzzüge, die natürlich auch gewissermaßen wirtschaftlich mit motiviert gewesen sind. Und Petrus, ich habe ihn im Studium, also vor zwei Professoren und vor den Teilnehmern, habe ich Petrusilius gesagt. Wer weiß warum? Warum habe ich ihn verwechselt mit Petrusilius? Weil ich der Räuber Hotzenplotz vorher gelesen hatte mit meiner Tochter und da kommt Petrusilius Zwackelmann vor. Ja? Das war sehr, sehr peinlich gewesen, deswegen ist es Petrus, nicht Petrusilius. Petrusilius hat keine rein wissenschaftliche
Auseinandersetzung gegeben. Ich könnte jetzt mehrere Zitate bringen, wo er praktisch den Prophet Mohammed sehr stark verunglimpfte, ihn beschrieb mit Eigenschaftswörtern, die man eher Tieren zuschreibt als Menschen. Das heißt, es gab immer diese gewisse Spannung in dem Bereich. Diese Spannung ist auch fortgeführt worden. Das ist auch ein Buch von Gerdien Jonker, die mit auch lehrt bei diesem Studiengang, wie auch Herr Kuschel. Und sie hat über Schulbücher geschrieben. Und ich kann jetzt zitieren aus dem 17. Jahrhundert, aus einem Gymnasium in Deutschland. Herr Hilmar Kuras hat über die Türken geschrieben und über den Propheten Mohammed. Er war aus Arabien gebürtig, sein Vater war ein Heide, seine Mutter war eine Jüdin. Ja, was damals nichts Gutes gehießen hat, was zwar historisch falsch ist, aber ich hier einfach so mal wiedergebe. Und er, der Prophet Mohammed, erzog alles räuberische Volk und rohes Gesindel an sich, also dass er in kurzen Zeiten einen großen Anhang hatte. Ja, das wurde praktisch in Schulbüchern in Deutschland gelehrt und dieses Buch, was der Gymnasiallehrer auch geschrieben hat, wurde ins Niederländische und auch in das Russische übersetzt. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Islam auseinandersetzen, dem Thema Muslime auseinandersetzen, haben wir in Deutschland, in Europa eine gewisse negative Last, die wir auch historisch einordnen müssen und die wir erstmal auch wegwischen müssen, um uns neutral dem Thema widmen zu können. Herr Borgolte hat ein großes Werk über Christen, Juden und Muslime geschrieben, zwischen dem 3. Jahrhundert und dem 14. Jahrhundert in Europa. Und er, wie auch Frau Jonker haben im Studienseminar mehrfach gesagt, dass diese Konstrukte christlich oder diese Begriffe christlich, jüdisches, Abendland, Europa, dass diese Schlagworte sind Konstrukte, die im Nachhinein kreiert werden, weil es jetzt ideologische Gründe gibt, diese beiden Lager zu bilden, also das christlich-jüdische Abendland auf der einen Seite, Europa auf der einen Seite und dann alles andere eben auf einer anderen Seite. Aber das sind einfach Fiktionen, das ist ein Konstrukt. Europa war schon immer ein Europa der Christen, Juden und Muslime. Und Muslime haben einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung Europas, für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte geleistet. Das ist eigentlich auch Allgemeinwissen mittlerweile auch geworden, dass sie also die Wissenschaften, die sie damals vorfanden, nicht zerstörten, sondern erhielten und weiter entwickelten, um so auch Grundlagen für weitere Entwicklungen zu geben. Und in Bezug auf Brandaktuelles, kann man diese Linie fortgesetzt sehen, eine gewisse negative Beleuchtung des Islams in Medien, hier vom Cicero, ist der Islam böse? Ja, also allein die Art, wie man bereits fragt, da schwebt schon eine gewisse Botschaft mit und der bekannte Fokus, die dunkle Seite des Islam und es gibt noch viele andere Titelbilder, die ich hätte mitbringen können. Und auf der anderen Seite verfolgt man eine sehr positive Entwicklung, die die Gemeinsamkeiten der Religionen betont und auch die gemeinsame Geschichte und gemeinsame Gegenwart und gemeinsame Zukunft der Religionsanhänger betont. Ich habe ein Buch mit dabei, Wörter arabischer Herkunft. 500 deutsche Wörter arabischer Herkunft. Die Präsidentin vom Goethe-Institut, Jutta Limbach, nennt Fremdwörter auch humorvoll Wörter mit Migrationshintergrund. Ja? Und davon gibt es in der deutschen Sprache, nicht nur in Bezug auf die arabische Herkunft, sehr, 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 sehr viele. Und das, was ich jetzt nun auch präsentiere, soll auch als Beitrag aufgenommen werden für ein Miteinander, für ein multireligiöses Miteinander in Hanau, aber in Deutschland auch allgemein und weltweit.
Und dafür haben Muslime auch theologische Grundlagen, wie wir gleich feststellen werden. Der nicht-muslimische Nachbar ist im Koran erwähnt. Der nicht-muslimische Nachbar ist im Koran erwähnt. Und zwar in einem sehr prägnanten Vers für die Muslime, die ein wenig studiert haben. Imam al-Qurtubi hat gesagt, dass dieser Vers nicht mansuch ist, ja, also dass ein eindeutiger Vers ist, der auch durch keinen anderen Vers eine Einschränkung erfahren hat. Und hier ist der ferne Nachbar erwähnt und die Korankommentatoren haben unwidersprochen festgehalten, dass mit dem fernen Nachbar auch der andersgläubige oder der nichtgläubige Nachbar gemeint ist. Und wie ist dieser hier erwähnt, in welchem Zusammenhang? Und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite und erweist den Eltern, den Verwandten, den weisen Kindern, den Armen, den nahestehenden Nachbarn und den fernen Nachbarn Wohltaten. Ja, sodass man all diesen Personengruppen Wohltaten gegenüber zu erweisen hat. Im Arabischen Al-Ihsan, was rein sprachlich bedeutet, besser zu sein. Das heißt, wenn jemand sich mir gegenüber schlecht verhält, verhalte ich mich ihm gegenüber gut. Wenn sich jemand mir gegenüber gut verhält, dann muss ich mich ihm gegenüber noch besser verhalten. Das gibt die arabische Sprache an der Stelle mit. Und das Wort Nachbar ist kein eng definiertes in der islamischen Rechtsprechung, im Sinne von da, wo ich anklopfen kann oder derjenige, mit dem ich eine Hausnummer teile, sondern das Wort Nachbar wird verwendet in Bezug auf die gesamte Einwohnerschaft Medinas im Koran. Ja, Medina, die Stadt, wo der Prophetin auch ausgewandert ist. Und in Medina haben damals gelebt Muslime, und zwar als Minderheit, ganz interessant. Das heißt, obwohl der Prophet Mohammed damals Staatsoberhaupt von diesem Stadtstaat gewesen ist, haben nicht mehr als 15% Muslime in Medina damals gelebt. Ja, so 15% waren damals Muslime gewesen, maximal. Was der Direktor des Museums für prophetische Lebensgeschichte in Medina selbst sagt, er hält die Zahl 10% fest. Und mit ihnen haben gelebt Juden und auch Götzendiener, ja, Polytheisten, neutral formuliert. Und im Koran wird die gesamte Einwohnerschaft Medinas als eine Nachbarschaft bezeichnet. Ja, das heißt, man kann dieses Wort Nachbar ins Deutsche mit Mitmensch übertragen. Das heißt, wir können das Wort Nachbar im Arabischen, im Koran-Arabischen, können wir besser mitgeben mit Mitmensch, weil Nachbar zu sehr diesen Eindruck hinterlässt, ja, das sind irgendwie so, ja, Nachbarn im engen Sinne, wie wir das aus unserem kulturellen Gebrauch her auch kennen. Und der Prophet sagte über die multireligiöse Nachbarschaft, wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, soll seinen Nachbarn gut behandeln. Das heißt, hier hat er nicht gesagt, soll seinen muslimischen Glaubensbruder gut behandeln, sondern der Nachbar ist, wie gesagt, ein weit umfassender Begriff. Wer satt ist, während sein Nachbar hungrig ist, ist nicht wahrhaftig gläubig. Und da können auch Muslime, Christen, Juden, Buddhisten, Hindus, weltanschaulich komplett neutrale oder religionsungebundene Menschen sich zusammenfinden, ja? Soziale Arbeit, humanitäre Hilfe zusammen leisten, um eben auch zusammen die Welt besser zu gestalten. Bei Allah, er glaubt nicht. Der Prophet wurde gefragt, wer, o Gesandter Allahs? Ja, die Prophetengefährten haben jetzt eine theologische Aussage erwartet. Zum Beispiel derjenige, der das Schicksal leugnet, derjenige, der die Allmacht Gottes leugnet. Und was sagte der Prophet? Einer, dessen Nachbar nicht sicher ist vor seiner Bosheit. Das heißt, derjenige, ein Muslim, der sich schlecht gegenüber seinen Nachbarn, seinen Mitmenschen verhält, ja, der Prophet sagte ihm, dass er keinen wahren Glauben hat. Ja? Gut. Im Islam gibt es dieses Erbsystem, also je nachdem, wer stirbt und wen er hinterlässt, gibt es dann fest eingeteilte Erbanteile, um eben auch Erbstreitigkeiten zu verhindern. Ja, so wie man kennt es, Familie war eins und dann stirbt jemand, dann trauert man und dann am Ende trauert man nicht mehr, sondern man kümmert sich, wer bekommt das Haus und wer bekommt das Auto, und um diese Sachen
zu verhindern, hat der Islam einfach einen festen Anteil vorgesehen für die näheren Verwandten und die können nicht mehr und auch nicht weniger bekommen. Und der Prophet sagte, dass der Engel Gabriel so lange mit ihm über die gute Behandlung des Nachbarn gesprochen hat, bis der Prophet erwartet hat, dass der Nachbar einen festgesetzten Anteil vom Erbe bekommt. Was nicht stattgefunden hat, aber das zeigt, also dass er fast in die Sphäre des nahen Verwandten, weil nur nahe Verwandte erben, also der Cousin erbt beispielsweise nicht im Islam, ja, dass er fast in diese Sphäre des nahen Verwandten gerückt ist. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Sinnig zwischen beiden Welten sich zu wiegen, lasse ich gelten. Also zwischen Ost und Westen sich bewegen, sei es zum Besten. Das war wieder noch einmal Goethe gewesen. In Bezug auf das Leben vom Propheten, Mohammed, würde ich noch einige Worte an der Stelle mitgeben. Aus muslimischer Sicht hatte der Prophet Mohammed gegenüber dem Propheten Jesus dieselben grundlegenden Aufgaben, nämlich die Menschen zum Gottesdienst zu führen und zu einem guten Charakter, zu aktiven Mitmenschen, die ihre Umwelt zum Besseren hin gestalten, anhand dieser theologischen Glaubenspfeiler, die ich bereits am Anfang mitgegeben habe. Es gibt aber Nuancen, wo der Prophet andere untergeordnete Aufgaben hatte, der Prophet Mohammed, im Vergleich zum Propheten Jesus. Beispielsweise war für den Propheten Mohammed Familienleben vorgesehen. Das heißt, der Prophet Mohammed heiratete und er bekam auch Kinder. Und in dem Rahmen gab es auch mal ein bisschen Ehekrach und dann, wie geht man mit Ehekrach um und wie versöhnt man sich wieder? Wie geht man mit Kindern um und was macht man mit Kindern, die einen anpinkeln, während man sie hält? Was macht man mit Kindern, die auf einem herumreiten, während man betet? Was macht man mit Kindern, die schreien während des Gebets? Ja? All diese Dinge sollte der Prophet auch also durchmachen, ja? Wie wir anderen auch, damit wir nämlich als Muslime wissen, wie verhält man sich in solchen Situationen. Ja, an den drei Beispielen, der Prophet blieb so lange in der Niederwerfung, bis seine Enkelkinder von ihm runtergegangen sind, die mit ihm immer gerne Pferdchen gespielt haben. Ja? In einer Überlieferung sagte er, ihr habt das beste Reittier. Er meinte sich selbst damit, als er halt mit seinen Enkelkindern halt im, also dieses bekannte Pferdchenspiel gespielt hat. Macht jeder Papa, jeder große Bruder, macht das mal. Wenn man im Gebet Kinder schreien hört, weinen hört, dann soll man das Gebet auch kurz halten, wie der Prophet es auch getan hat. Und wenn es ein bisschen Ehekrach gibt, dann soll man versuchen zu versöhnen. Und da gibt es auch Vermittler und ja, die Scheidung ist so weit wie möglich zu verhindern, aber gerade noch so erlaubt. Also dieser Bereich Familienleben war beispielsweise ein Bereich, den der Prophet lebte und der von Jesus aus muslimischer Perspektive nicht vorgelebt werden musste, weil bereits die familiären Lehren in seinem damaligen Umfeld bekannt waren und es da auch keine große es gab da keine Notwendigkeit, das nochmal neu vorzuleben. Der Prophet war zuerst in einem Umfeld von Polytheisten gewesen. Das heißt, es gibt viele Argumente im Koran in Bezug auf den Polytheismus, dass er eben nicht Gültigkeit besitzt im Angesicht eines Monotheismus. Jesus hatte eine Umgebung von Juden. Er war ja selbst in dem Sinne, Maria war Jüdin gewesen, also vom Volk der Juden gewesen. Das heißt, es gab dort nicht die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, warum jetzt Abbilder keinen Gottesdienst verdienen. Ja? Und der Prophet Mohammed war auch in einer Verantwortungsrolle, gesellschaftlich, staatlich, das heißt, weil er ja von Mekka fliehen musste nach Medina, weil er in Mekka mitverfolgt wurde, mit den anderen Muslimen, gab es dann die Möglichkeit in Medina, dass er dort dann aufgenommen wird und dass er dann dort auch die Gemeinde anführt. In dem Rahmen gab es also auch Auseinandersetzungen zwischen
also zwischen staatlichen Auseinandersetzungen, die der Prophet zu regeln hatte. Und Jesus war nicht in dieser, Friede sei mit ihm, war nicht in dieser Verantwortungsrolle gewesen, praktisch staatliche Diplomatie den Menschen vorzuleben, damit sie diese Lehre bewahren und weitergeben. Der Prophet hatte eine recht schwierige Kindheit gehabt, wenn man die Familiengeschichte betrachtet. Sein Vater starb noch vor der Geburt, seine Mutter starb mit 6 Jahren und sein Onkel und Großvater, die ihn auch mit aufgezogen haben, sind dann auch in den weiteren Jahren verstorben. Und mit 25 hat er geheiratet. Vorher hat er keine Beziehung gehabt, also ging sprichwörtlich jungfräulich in die Ehe. Seine Frau war eine 15 Jahre ältere Kauffrau gewesen, ja, Kaufmännin geht nicht, Kauffrau gewesen, die bereits vorher 2-mal verheiratet war und auch von beiden Männern vorher Kinder mit Kindern gesegnet war. Und diese haben glücklich zusammen in einer Ein-Ehe über 25 Jahre gelebt, bis seine Frau Khadija, möge Allah mit ihr zufrieden sein, dann auch gestorben ist. Und ansonsten freue ich mich, wenn, genau, mit 40 hat er dieses Berufungserlebnis gehabt, wo der Engel Gabriel ihm erschienen ist. Und vor seinem 40. Lebensjahr war er bekannt als der Vertrauenswürdige und der Wahrhaftige, jemand, der immer die Wahrheit gesagt hat und vertrauenswürdig gewesen ist, hat als Händler und als Schafshirte gearbeitet und ist, wie gesagt, in Mekka geboren und dann später in Medina, knapp 400 Kilometer weiter weg, dann auch verstorben. Also hat sein Grab ist den Muslimen bekannt, ist an der Moschee in Medina angegliedert. Gut, ich bin ja ursprünglich Sozialpädagoge und wir mögen gerne Interaktion und das war jetzt ein bisschen zu viel Frontalunterricht, den ich versucht habe mit ein bisschen PowerPoint und ein paar Zitaten von Büchern aufzulockern. Von daher freue ich mich auch, wenn es Fragen gibt, die jetzt zum Thema auch passen und dass ich auf diese Fragen eingehen kann oder gerne auch auf eine andere Position. Das ist alles möglich und machbar. Nur die Organisation muss wissen, wie viel Zeit wir noch haben an der Stelle. Also das ist geplant ist, glaube ich, bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr, ja. Oder 10 Minuten hätten wir noch. 10 Minuten haben wir noch, okay. Und wenn es Fragen gibt, melden und ich bringe dann Mikrofon. Würde mich freuen, zum Beispiel, wenn Sie über Zusammenleben mit Nicht-Muslimen, Muslimen zusammen, auch in Mekka oder auch in Medina, darüber so ein paar Worte zu sagen. Danke. In Bezug auf das Zusammenleben, ich denke, es gibt zwei Kategorien vom Zusammenleben. Zusammenleben, in dem Muslime die Minderheit darstellen. Und viele Muslime fragen sich auch, ist das möglich, dass ich als ursprünglich, wie gesagt, weil wir sind hier alle Deutsch, ja, ursprünglich Türk, ja, ich weiß, einige Türken sehen das ein bisschen anders, aber da können wir auch ein bisschen diskutieren später an der Stelle. Ursprünglich als Türke oder ursprünglich als Marokkaner kann ich sozusagen dieses Land verlassen, dieses islamische Land verlassen und nach Deutschland etc. in andere Länder, geht das überhaupt? Als die Verfolgung sehr stark wurde in Mekka, hat der Prophet Mohammed es knapp 80 Propheten, Gefährten, seine Jünger, kann man sagen, ja, erlaubt, dass sie nach Abessinien auswandern. Dort gab es kein muslimisches Rechtssystem. Ja, es war ein christlicher König, der damals dort herrschte. Und diese blieben dann dort knapp 6-7 Jahre als muslimische Minderheit in einem nicht-muslimischen Rechtssystem in einer christlichen Gesellschaft. Und als dann der Prophet Mohammed nach Medina ausgewandert ist, hat er sie nicht nach Medina geholt, sondern hat sie dort belassen. Obwohl sie damals in dieser Minderheitensituation waren. Ja? 10, 15%
Und es gab auch innermedinensische Konflikte. Ja, es gab Mordanschläge auf den Propheten Mohammed. Es gab im Zuge von, dass die Mekkaner 400 Kilometer nach Medina unternommen haben. Das waren über 10 Reise. Es war eine 10-tägige Reise von Mekka nach Medina. Nur weil die Mekkaner die Muslime nicht auf der Erde sehen wollten. Ja, in Mekka ging es denen gut, aber sie wollten die Muslime auslöschen. Da war eigentlich jeder Mann gebraucht. Aber der Prophet hat die dortige Gemeinde in Abyssinien belassen. Und zwar für noch weitere 6 bis 7 Jahre. Ja, das heißt, obwohl es in Medina ein Land, ja, eine Gesellschaft für Muslime gab, hat der Prophet gut 80 Prophetengefährten, Jüngern, ja, Zeitgenossen, muslimischen, es gestattet, beziehungsweise noch also gestattet, dass sie weiterhin dort leben. Und es wird überliefert, dass die Muslime besonderes Wissen hatten, wie man Leder verarbeitet und der dortigen Bevölkerung auch weitergegeben haben und das also auch, dass es ihnen sehr stark gedankt wurde. Und als der König von einer Separatistengruppe gestürzt werden sollte, haben Muslime auch mit den König verteidigt. Ja, Az-Zubayr, den Muslimen sehr bekannt, einer der vorzüglichsten Prophetengefährten, er war unter anderem mit dabei bei dieser Spezialeinheit, als die Separatisten damals unschädlich gemacht wurden. Das heißt, sie nahmen auch an gesellschaftlichen, auch an politischen Aufgaben teil, die damaligen Muslime. Und dieses Nachbarschaftsverständnis ist ein umfassendes, sowohl wenn ich in der Minderheit lebe, als auch wenn ich in der sogenannten Mehrheitsposition lebe. Ich denke, dass hier in Deutschland relevanter ist, dass wir als Muslime als eine Minderheit hier leben. Das heißt, in dem Sinn auch anerkennen, dass praktisch ein anderes Gesetz hier herrscht. Das ist ganz also normal. Ich kenne auch keine Muslime, die dem irgendwie widersprechen. Auch sogenannte Salafisten kenne ich nicht, die jetzt irgendwie sagen, hier soll ein anderes Rechtssystem herrschen. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, dann wird man in den Keller der Moschee gehen und dort irgendwie richten oder so. Das ist, wenn das in den Köpfen der Menschen ist, dann aufgrund dessen, dass so medial etwas inszeniert wurde. Aber Muslime erkennen grundsätzlich Gesetze an, ja, dass das die angewandten Gesetze sind in dem Land, wo sie auch leben, ja, weil sie eben selbst die Souveränität über dieses Land so nicht haben. Das heißt, ich kann auf diesen einen Koranvers nur noch betonend verweisen, ja, der ist der 4. Sure, der 36. Vers, ja, wo Muslimen befohlen wird, dass sie gegenüber ihren Nachbarn besser zu sein haben, ja, rein sprachlich Al-Ihsan, ja, Hasan bedeutet gut, Ihsan bedeutet besser und du sollst gegenüber deinem Nachbarn Ihsan betreiben, also ihm gegenüber Wohltaten erweisen und ihm gegenüber besser sein, als er dir gegenüber ist. Ich denke, wenn man auch danach fragt, das war jetzt keine Absprache zwischen uns, ja, das ist jetzt irgendwie okay, hat jemand Fragen und dann am Ende meldet sich niemand und am Ende kommt dann die Frage. Die Frage ist in den Köpfen der Menschen. Ich darf aber darauf hinweisen, wir sollen uns fragen, warum kommen diese Fragen in unseren Köpfen? Ja, warum ist immer dieses Bedrohungsszenario? Ja, ich habe hier Studien mit dabei aus 2012, die ermittelten, dass über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sich vom Islam bedroht fühlt. Ja? Woher kommt das? Ich habe eine weitere Studie dabei von Kai Hafes von der Universität in Berlin, die belegte, dass die Islamberichterstattung von den Öffentlich-Rechtlichen, also von der ARD und von der ZDF, dafür verantwortlich sind, dass Islamfeindlichkeit in die Gesellschaft hineinkommt. Also wir reden jetzt nicht von RTL und RTL2 und praktisch den Keller des Fernsehens, sondern wir reden von dem, wofür wir auch bezahlen, ob wir einen Fernseher haben oder nicht. Ja, ich bezahle, obwohl ich gar keinen Fernseher zu Hause habe, seit knapp 15 Jahren. Das heißt, diese Bedrohungsszenarien, das sind teilweise inszenierte. Ja, ich habe einen Beleg dabei. Ganz oft hören Muslime, Herr Yilmaz wacht also vielleicht nachts auf und sagt, nein, wie war es nicht gewesen? Und der Islam, der hat damit nichts zu tun. Ja? Sagt, was ist los mit dir? Ja, ja, sagt dann die Ehefrau. Ja? Wir sind in einem Marathon, wir Muslime, seit 2001. Marathonmäßig erklären wir von Station zu Station, was ist Islam und was ist Islam nicht. Ja?
Aber immer wieder kommen dieselben Fragen, immer wieder kommen dieselben also Emotionen auch aus den Menschen raus, ja, die den Islam als eine Bedrohung empfinden. Und es hat damit zu tun, dass man mit guten Nachrichten kein Geld verdient. Das ist ganz einfach. Mit guten Nachrichten kann man kein Geld verdienen. Der Frankfurter Römer ist allen bekannt hier, oder? Im Raum. Der Frankfurter Römer. Dort, wo die Fußballnationalmannschaft damals hingekommen ist, bevor sie nach Berlin gegangen ist. Ja, wir haben den zweiten Platz oder ja, wir sind Weltmeister. Der Frankfurter Römer ist der am schwierigsten zu bekommende Platz in ganz Frankfurt für eine Veranstaltung. Schwierigster Platz. Wir haben 2005 unsere Gemeinde und noch weitere muslimische Gemeinden zusammen mit der evangelischen Kirche, mit der katholischen Kirche, mit der jüdischen Gemeinde und mit der Stadt Frankfurt selbst, ja, repräsentiert vom damaligen Integrationsdezernenten, Frau Beschari war auch dort, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Dr. Magen, ja, der die Stadt Frankfurt repräsentierte. Wir haben am Frankfurter Römer gestanden. Und so wie es hier Koranrezitationen gab, gab es auch dort Koranrezitationen. Der ganze Römer, wie gesagt, ja, wo wir uns gegen Terror und gegen Angriffskriege, auch explizit gegen den Irakkrieg, positionierten, auf einer Bühne. Auf einer Bühne. Und das ist davon übrig geblieben. Ja? Keine Titelseiten, ja? Nur einen von diesen beiden Artikeln kann man nachgoogeln. Der andere Artikel, der ist nicht mehr auf der Homepage der jeweiligen Zeitung. Das heißt, es gab dort keine Berichterstattung im Fernsehen, auch nicht in einem dritten Programm, keine Kampagne, kein wie auch immer. Ja? Kaum haben Menschen davon überhaupt mitbekommen. Ja? Aber auch das ändert sich jetzt. Nach und nach also, werden Muslime auch auch mit an den Tisch gesetzt, an den runden Tisch gesetzt und es gibt Dialog auf Augenhöhe und es gibt Veranstaltungen auch wie diese, ja, die sehr lobenswert sind, wo man zusammenkommt und gemeinsam gestaltet. Abdulrahim hat vorhin gesagt, dass die Veranstaltungen vorher in der Gartenstraße stattgefunden hat, in einer Moschee, stimmt's? Ich hoffe, dass es bald Veranstaltungen gibt in einem Garten in der Moscheestraße. Ja, dass es auch Straßen gibt, die auch muslimische Namen tragen. Ja? Und dass das Ganze auch etwas lockerer und gemeinschaftlicher ist, der in einem Garten, ja, bei gut gegrilltem. Ja, dass die Gesellschaft mehr unten zusammenwächst, weil von den Medien können wir nicht erwarten, dass sie dieses Bedrohungsszenario aufgeben. Weil dazu ist das viel zu leicht, damit Geld zu machen mit irgendwelchen Bedrohungsszenarien an der Stelle. Ja? Und ich denke, es steht eigentlich außer Frage. Ja? Deutschland ist durch Bandscheibenschäden muslimischer Arbeiter aufgebaut worden. Es gab Büros vom deutschen Staat in der Türkei, in Marokko, ja, wo man die Kräftigsten, ja, ausgewählt hat, um in Deutschland die härteste Arbeit zu leisten. Ja, da hat man denen in den Mund geguckt, sind die Zähne alle stabil und auf, ja, ich wäre aussortiert worden, haben auf das Rückgrat geachtet und haben die Plattfüße, keine Plattfüße, lauter solche Geschichten. Ja? Deswegen sind die Anatolen auch alle so, ja, ich hoffe, ein bisschen Spaß muss sein. Ja? Das heißt, diesen Beitrag, den Muslime damals geleistet haben und heute auch noch leisten, ja, die Zahlen sind, glaube ich, auch den Deutsch-Türken hier bekannt, wie viele Selbstständige es unter den Türken gibt und dass sie prozentual viel selbstständiger sind, jetzt nicht pädagogisch, sondern geschäftstreibend gesprochen, als die Vergleichsgruppe in der ururdeutschen Bevölkerung. Diese wertvollen Beiträge, diese sind es, die wir in Zukunft noch mehr betonen müssen, die wir auch besprechen müssen und hoffentlich dann auch andere Fragen beantworten dürfen als solche, ohne jetzt die Frage in irgendeiner Form nicht zu würdigen. Ich würdige sie, aber ich hoffe, dass wir eines Tages auch zu anderen Themen auch zusammenkommen. Aber da hinten ist auch eine Meldung an der Stelle. Ich weiß aber nicht, wie das Mikro jetzt zu Ihnen kommt. Ah ja.
stehe mal auf, einfach damit man es besser hören kann. Mir ist schon immer positiv aufgefallen, dass so als Frau, dass Mohammed sich ja eine unabhängige, starke Geschäftsfrau ausgesucht hat, die hatte schon Kinder. Also sehr, würde man heute sagen, sehr progressiv, sehr eine emanzipierte Frau hat er sich da ausgesucht und hat sie ja anscheinend auch sehr geschätzt. Und was mir so ein bisschen fehlt, dass das, was Mohammed da vorgezeigt hat, dass das so im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen untergegangen ist. Das ist auch Teil eines Islams ein Stück weit. Also die Wertschätzung auch der unabhängigen, arbeitenden Frau. Ich habe nicht den Eindruck, dass das nur das Gegenteil von der Lehre von Mohammed ist. Ja. Ich möchte auch klatschen. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass ich Ihren Beitrag sehr schätze. Sehr schätze. Ich will nur noch mal betont haben, dass das Frauenbild, was einige Männer mit muslimischem Migrationshintergrund in Deutschland haben, nicht mit dem Islam übereinstimmen muss oder immer tut, manchmal auch genau das Gegenteil davon ist. Mit der Hinzufügung, dass dies aus diesem kulturellen Raum heraus entspringt, und es gibt viele Studien, beispielsweise gibt es eine Vergleichsstudie zwischen Armeniern und Türken in Bezug auf den Ehrenmord. Ja? Armenier, bekannterweise Christen, also die Armenier in der Türkei, zeigen genau dasselbe Verhalten, was im Islam komplett als Selbstjustiz abgehandelt wird, und im Islam gibt es auch die Todesstrafe im Sinne von derjenige, der selbst aus Selbstjustiz jemand anderen tötet. Ja, da steht die Todesstrafe im Raum, was wie gesagt hier in Deutschland natürlich nicht der Fall ist, weil Muslime dieses hiesige Rechtssystem als das Angewandte anerkennen. War in Hessen übrigens auch eine lange Zeit anders gewesen. Also ich glaube, das wurde erst vor wenigen Monaten gestrichen, die Todesstrafe aus der hessischen Verfassung. Genau, aber da gab es ja gleich Studien, dass der christliche Armenier, der aus diesem Kulturraum kommt, genau denselben Mist im Kopf hat wie der Türke, der wie gesagt von seiner Religion entfernt lebt in dem Punkt. Das heißt, es sind kulturelle Phänomene. Und oftmals ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland Menschen gibt, die von der eigenen Frauenfeindlichkeit in diesem Land, die verankert ist hier und dort, in Bezug auf die Gleichstellung im Beruf und das gleiche aus, also das angeglichene Gehalt etc., dass man sich oft so bequem aus der Verantwortung redet, wenn man halt über die Südländer redet. Ja, wir sind ja besser als die Südländer oder wir sind ja besser als die Muslime. Ja? Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben hier eine Schwierigkeit in dem Land und dass es auch Muslime gibt, die hier und da Hirngespinste nach vorne bringen. Und das ist, meine Frau arbeitet übrigens, verdient mehr Geld als ich. Und in dem Zug begrüße ich auch das Urteil, was es jetzt auch ermöglicht zumindest, auch wenn es dann wiederum anders umgesetzt wird von den einzelnen Bundesländern, aber zumindest in der Theorie ermöglicht das auch muslimische Frauen mit Kopftuch als Lehrerin an staatlichen Schulen arbeiten dürfen. Ja, das ist, wenn wir da was für die muslimische Frau auch tun wollen, dann müssen wir auch gucken, dass wir dann dort diese gesellschaftliche Diskriminierung an der Stelle auch beseitigen, die hier teils rechtlich verankert ist und ansonsten aber auch ohne Gesetz auch gut umgesetzt wird. Aber ja, ich muss Ihnen da leider auch recht geben. Das ist ein Bild, was Muslime leider mitgeprägt haben. So die. Danke. Keine weiteren Fragen? Vielen Dank für deinen Vortrag und die Erläuterungen. Du hast über den Propheten Jesus als nur Nabi gesprochen, als nur Prophet. Aber was sagt Koran noch über Jesus a.s.? Was ist er für uns genauer? Jesus wird im Koran, Friede sei mit ihm, namentlich mehr erwähnt als der Prophet Mohammed. Der Prophet Mohammed, dessen Name kommt im Koran nur 4-mal vor. Ja? Und ich glaube, der Name von Jesus gefühlte über 100-mal. Ja? Ich kann es nochmal nachprüfen an der Stelle, aber gefühlt über 100-mal kommt der Name von Jesus vor. Seine Mutter
hat eine eigene Sure, sozusagen namentlich, also seine Mutter Maria, Friede sei auf ihr, nach ihr wurde die 19. Sure benannt. Und in Bezug auf Jesus und seine Wunder werden im Koran Wunder erwähnt, die in der Bibel nicht Erwähnung finden. Dass er beispielsweise als Baby bereits gesprochen hat, als Kleinkind bereits gesprochen hat. Es wird bestätigt, dass er Tote lebendig gemacht hat, dass er in die Häuser der Menschen hineinschauen konnte, dass er Schwerstkranke wieder geheilt hat, auf wundersame Weise, also Leprakranke und Blinde, dass er der vorletzte Prophet ist, dass er der Bruder vom Propheten Mohammed ist, in diesem Sinne, dass er nicht am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist, dass er, dass seine Mutter Maria ihn jungfräulich zur Welt gebracht hat. In diesem Sinne ist er als einer der fünf bedeutenden großen Propheten im Koran erwähnt. Und Sie können auch gerne ergänzen, wenn ich an dieser Stelle irgendetwas... Also im Koran steht, dass er ein Wort Gottes ist, ein Gesandter Gottes, ein Auserwählter, und er ist Messias. Ja? Und das müssen wir Muslime auch nach außen kommunizieren. Also wir warten auf den Messias, genauso wie alle Christen. Ja, dass Jesus noch wiederkommt, das ist auch zentrale muslimische Lehre. Danke, also danke an der Stelle. Der Vortrag wird, wie gesagt, viele Ergänzungen benötigen. Von daher hoffe ich auf ein wohlwollendes Ohr bei den Hanauern an der Stelle. Ja? Eine letzte Frage noch von Herrn Klem. Ich habe als evangelischer Christ sehr dankbar gehört von Ihnen, was Sie als Muslim von Mohammed sagen. Und es ist mir sehr eindrücklich, aus Ihrem Munde zu hören, wie das gelesene Wort, was ich in Literatur übernehme, von Ihrem Glauben und Ihrer Betroffenheit mitgetragen wird, war für mich sehr eindrücklich. Die Aussagen, die Sie über Jesus von Nazareth machen, sind in dem muslimischen Kontext, wie Sie es bestätigt haben, auch nicht so bekannt in der Allgemeinheit. Und es kommt noch eines hinzu, dass wenn man christlichen Glauben zitiert, dann sollte man vielleicht auch dann christliche Vertreter fragen und sie referieren lassen. Wie steht denn bei euch im Christentum Jesus von Nazareth da? Denn diese Bilder, die gesagt werden, Jesus, der fleischgewordene Gott, das ist eine Aussage, wie sie in der Zeit Mohammeds unter den Muslimen war, beziehungsweise in der Welt auch und bei manchen Christen. Und dann kommt noch eins hinzu, haben Sie es zitiert vorhin, wer vor Nicäa gelebt hat als Kirchenvater und diese fleischgewordenen Gott nicht so hat nehmen können, der war Heretiker, so Herr Küng. Ich denke, um einander zu verstehen, sollten wir, um auch miteinander, übereinander zu sprechen, dann auch aufeinander hören, was sagt christlicher Glaube heute zu dem, was Jesus von Nazareth ist. Das ist ein sehr schöner Gedanke, dass man in Zukunft, ja, dass man auch in Zukunft umsetzen sollte, dass dann anhand praktisch wesentlicher Figuren, Persönlichkeiten, in den beiden Religionen dann auch Dialog stattfindet. Das begrüße ich sehr und kann nachempfinden, dass Sie hätten gerne einen christlichen Referenten zu diesem Thema hätten hören. Ich selbst bin, also das können wir an die Organisatoren dieses großartigen Programms weitergeben, dass dafür danach ein Bedarf besteht. Ich als Redner konnte jetzt nicht mehr machen, als aus universitärer Literatur zu zitieren und hoffe, dass ich dabei keinen großen Fehler gemacht habe an der Stelle.
weil das dann auch, wie gesagt, nicht der Wahrheit entsprechend wäre, welche die Christen empfinden, ja, also an der Stelle. Es gibt ja die muslimische Seite, es gibt die christliche Seite und ich habe mich da einfach versucht, anhand wissenschaftlicher Literatur nach vorne zu arbeiten. Ja, das sollte, wenn ich an der Stelle kurz kommentieren darf, der interreligiöse Dialog war für mich, ich bin seit 2004, kann man sagen, vorderster Front mit dabei, war für mich damals sehr spannend gewesen, von Christen zu hören, wie stehen sie zu Jesus, wie stehen sie zum Islam, dann dementsprechend auch. Und dann gab es sehr viele religiöse Themen, die damals diskutiert wurden, gemeinsam diskutiert wurden. Ja? Es gibt ja auch die christlich-islamische Woche der Begegnungen in Frankfurt, die, glaube ich, schon zum 5. Mal oder so stattgefunden hat. Und in Hanau gab es auch mehrere Veranstaltungen, an die ich mich erinnern kann jetzt grob. Und irgendwann haben dann Muslime und Christen aber keine Lust mehr auf diese theologischen Themen gehabt, weil es dann sozusagen schon bekannt war. Das war dann schon langweilig. Ja, wir wissen, bei euch ist Jesus nur ein guter Prophet, aber bei uns ist er eben der Sohn Gottes. Und ja, es war auf beiden Seiten ein bisschen langweilig geworden. Und dann hat man mehr politische Themen, gesellschaftliche Themen in Angriff genommen, was man gemeinsam auch machen kann, ohne immer miteinander viel zu diskutieren. Aber ich finde es immer noch wichtig, dass so etwas stattfindet, dieser theologische Dialog auch. Und vielleicht gibt es dann in Zukunft auch die ein oder andere Möglichkeit, die dann gemeinsam nach vorne gebracht wird von den Hanauern hier. Von den deutschen Hanauern.